Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Age of Engineering mit den Ingenieuren, dem Olli. Guten Tag. Und noch dem Jojo. Servus. Wobei ich natürlich nicht weiß, was ihre Berufsbezeichnung ist, aber nachdem wir hier so viel Technik machen, kann man uns ja schon fast als Minecraft-Ingenieure bezeichnen. Jo, der Jojo hat ein als fittiges Kerlchen herausgefunden, warum unser Greenhouse nicht funktioniert hat. Erklär doch mal selber, was du gemacht hast. Ich habe den On-and-Off-Button gedrückt. Mit anderen Worten, ich habe es neu gebaut. Ah, okay. Jo, und dann haben wir in der Kiste, glaube ich, ne? War ja nichts anderes wie, ja, da kommt es auch schon raus. In die Kiste haben wir die Seeds reingepackt und dann hat er das Zeugs angepflanzt. Und tatsächlich ist es egal, man kann es entweder direkt ins Inventar packen oder auch in die Kiste. Also er packt es von der Kiste ins Inventar und von dahin, wenn er es anpflanzen kann, in die Welt. Okay. Das ist cool. Vom Wachstum her muss ich sagen, ich war jetzt gerade etwas erstaunt. Ich hätte gedacht, dass diese, wie hießen diese Dinger wieder, aus denen die Coal Dust rauskommen, noch länger brauchen. Die Prunai Seeds. Hätte ich jetzt echt gedacht, dass es länger dauert. Hat aber interessanterweise gar nicht so lange gedauert in diesem Greenhouse. Es scheint schnell zu wachsen da drin. Doch. Aber teilweise andere Sachen funktionieren dafür überhaupt nicht. Hm. Also die Industrial Hemps zum Beispiel, ja, hat er zwar gepflanzt, aber er kann sie nicht abernten. Darum werde ich das jetzt per Hand machen. Genau, mach einfach weg. Ja, also mit den Industrial Hemp Seeds habe ich auch schon gesehen, da haben andere Mods auch Schwierigkeiten. Aber was soll's. So, und jetzt kommen wir hoffentlich mal zum Punkt. Endlich. So, also wir haben hier Basic Machine Casings mit Stahlplatten und Carbonplatten. Ich habe fälschlicherweise die Compressed Coal Balls gemacht, aber egal. Ja, und die Advanced Alloys, da können wir zwei Machine Casings, und zwar Advanced Machine Casings aus Industrial Craft, die packen wir hier rein und kriegen zwei Iron Casings. Dann haben wir hier nämlich schon eine weitere Komponente. Sehr schön. Und jetzt fehlt uns eigentlich zu unserem Glück zum Empowerer eigentlich nur noch die Double Battery. Die hergestellt wird aus einer Single Battery. Da brauchen wir noch 5x Eisen und noch 5x Eisen. Haben wir noch 10 Eisen da? 4. Olli, hast du das ganze Eisen verbraten? Nein. Ja. Haben wir gar keins mehr da? Doch, da 10. Ich nehme die 10. Ich nehme die anderen 10. Ich schmeiß einfach noch ein bisschen Erz nach. Ja, ja, ich habe jetzt einfach hier mal die 10 genommen. Die können wir jetzt hier in Ruhe da reinpacken. Interessanterweise dachte ich, ich hätte mal noch Eisen im Inventar gehabt. Da, hier. Das sieht anders aus. 7 hätte ich noch. Oh, 7. Dann gib doch mal die 7 her. Oh ne, ach ne, Daniel ist nicht da, alles klar. Ach, das hatte ich auch gerade im Kopf. Hab ich eigentlich, der Daniel ist nicht da. Ich kann gerade nicht lachen, ich muss husten. Okay. So, 10 Stück. Stimmt 10? Nochmal ganz kurz gucken, ich also hier müsste 5, ja passt. So, die packen wir einfach dahin, drücken das Knöpfchen. Möchtest du das Knöpfchen drücken? Mach ruhig, ich guck mir das aus der sicheren Entfernung an. Jawohl. Jetzt hab ich's bekommen. Genau. Komm doch einfach mit. Komm mit. Komm mit. So, und dann werden wir uns nämlich mal die erste Batterie hier basteln. Nein. Das Energy Modul brauchen wir noch. Das Energy Modul hat jemand mal eine Spitzhacke für mich? Ich weiß nicht. Ah, danke schön. So. So, ein Energie Cube. Den müssen wir jetzt dann noch umwandeln in mit der Purified Coal. Dazu brauchen wir nochmal Enriched Gold Ingots. Da brauchen wir nochmal einmal Gold brauchen wir noch. Ja, doch noch nicht alles vorbereitet. Naja, gut, egal. Was ist eigentlich die Taste für Usages bei JEI? U? Im Normalfall? Na, oder? Es ist doch ist wie NEI an der Stelle. Ja, irgendwie, irgendwas habe ich immer früher gedrückt, was nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich, okay, weil ich mir angewohnt habe, immer mit Control zu drücken. Ja, das könnte natürlich sein. So, dann brauchen wir hiervon und hier schmeißen wir einfach alle da rein. Ja. Und dann nehmen wir davon die Hälfte links da oben rein und können das dann noch weiter brutzeln. Genau. Davon brauchen wir jetzt einen. So, einen von diesen, das ergibt jetzt dann in der... Hey, das, wir könnten einen Leaf-Eating-Generator bauen. Coal, Coke und Coal, das brauchen wir noch.
Einmal Cold Coke bräuchte ich. Haben wir noch irgendwo rumliegen? Oder ist sie alle irgendwo verbraten? Einmal Cold Coke. Keine Ahnung. Nein. Heieieiei. Haben wir wieder alles weggemacht. Alles weggemacht. Ist über so einen Schluck der leider nicht. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen warten, bis wir es fertig haben. Es ist doch wieder zum Holen. Ja. Okay. Deswegen ist nichts mehr passiert. Das Ding hatte keine Energie mehr. Das Ding hatte keine Energie mehr. Power Cube, das ist Gold und Enriched Coal. Enriched Coal ist Coal Coke und Coal Dust. Okay. Ging vielleicht dann doch die Hemp Seeds. Die Hemp Seeds sind, weil sie zwei Block groß sind, manchmal ein bisschen merkwürdig. Ja, aber es kann sein, dass er nicht abgebaut hat, weil er keine Energie mehr hatte. Okay. Haben wir da Coal Coke reingelegt? Nein. Dann hat er keine Energie mehr. Okay. Oh, wir sind schon bei der Hälfte. Ja, das könnte ja langsam werden. Ja. Wir kommen dem Ziel der Weltherrschaft näher. Haben wir da drin vielleicht noch? Nein. Da wohl auch nicht. Und da wahrscheinlich auch nicht. Nee, die haben wir überall in irgendwelche Generatoren reingesteckt. Aber der Olli baut ja gerade einen ganz tollen Generator. Den Semifluid-Generator. Der leider kein Kreosot schluckt. Oh nein! Schade, aber auch das wäre zu schön gewesen, ne? Ja. Okay. Na gut, echt kein Kreosot? Oh. Cool, cool. Dann stecken wir mal das Brucewood wieder rein. Jetzt können wir mit dem Kalkulator und dem Coal Dust und der Coal Coke können wir uns Enriched Coal herstellen. Ha, sehr schön. Und mit dem, wie war das so? Nein. Was war der nächste Schritt? Das ist echt ein langer Prozess hier. Ah ja, jetzt mit der Energy Cell. Das war das. Und den Power Cube. Was willst du gerade nochmal bauen? Ich baue gerade vom Empowerer die Single Battery und davon das Energy Modul. Power Cube. Ach, der Power Cube war das, den ich eigentlich bauen wollte. Es ist doch. Aber da haben wir alles da. Da haben wir alles da. Hoffen wir. So. Einmal den da hier. Ach, machen wir es anders. Machen wir hier. Pipe. Power Cube. Da haben wir den Power Cube. Wo ist er? Da. Power Cube. 6 Cobblestone, 2x Compressed Coal Ball. Jawohl. So. Das in die Mitte, das links und rechts und dann noch 6 Cobblestone. Das war jetzt wahrscheinlich einer zu viel. Nein, hat gepasst. So, Power Cube. So, Power Cube plus Enriched Coal sollte doch eigentlich Purified Coal. Da war noch ein Schritt. Enriched Coal und Enriched Gold Ingot. Wo ist mein Fehler? Purified Coal ist Enriched Coal. Enriched Coal ist Coal Coke und Coal Dust. Das haben wir. Enriched Gold Ingot. Haben wir doch gemacht. Enriched Gold und Enriched Coal. Ach, der muss oft geteilt ist. Der Kalkulator steht falsch. Was ist denn das jetzt wieder? Irgendwas ist da gerade komisch. Was willst du machen? Ach, ich brauche den Scientific Calculator, auch das noch. Jetzt geht's los. Wir brauchen einen neuen Taschenrechner. Wir brauchen den Scientific Calculator. Okay.
Scientific Calculator. Dazu brauchen wir Steel Mechanical Component und Buttons. Oh Gott, ich gehe erstmal ins Bett. Gehen wir erstmal ins Bett. Wir brauchen einen Scientific Calculator. Boah. Den Screen habe ich schon. Sehr schön. Dann brauchen wir noch einmal Gold. Das habe ich gerade schon gesehen, weil wir brauchen das ein paar Mal. Einmal Gold. Habe ich nicht noch irgendwo noch ein... Das sind vier. Haben wir schon Stahl? Ja, haben wir. In der Kiste da drüben. Genau, Stahl. Und Kupfer haben wir auch da. Damit könnte man ja schon dieses komische Malzeichen basteln. Da, Scientific. Ich baue gerade die Calculator Assembly. Okay. Hast du noch die Reinforced Stone von vorhin? Oder müssen wir ja noch ein bisschen bauen? 11 Stück, ich pack's jetzt schnell in die Kiste, dann kannst du sie rausnehmen. Ne, komm, legst du doch einfach dann hier ins Crafting Grid. Ich habe da schon mal den einen Teil vorbereitet, den Assembler. Wir brauchen zweimal diese Tastatur. Da, wo schon die vier Balken drumherum sind. Hä? Hey, wer? Ah, jetzt, okay. Hey? Ich habe gerade gesucht, wo das Rezept war, jetzt. Scientific Calculator aus Calculator. Das ist ein bisschen merkwürdiger Mod an manchen Stellen, also das ist merkwürdig. Weil das sah nur anders aus, als irgendwie da jetzt gerade in der Vorschau. Darum war ich irritiert. Weil da muss man jetzt nämlich drauf aufpassen, was man für einen Taschenrechner verwendet. Da geht's echt los. Und für den Dynamic Calculator, das sind... Achtung, das wird noch lustig werden. Wenn wir das alles noch basteln müssen, das wird richtig lustig. Hui. Na gut, man tut ja sonst nichts für... Okay, kann ich dir noch irgendwas vorbereiten? Ich glaube nicht, ne? Im Moment. Er bastelt. Das war für die Batterie. Nein, das kommt dahin. Er läuft. Spannung. Also ich baue gerade noch, wie gesagt, an den Dinger. Ja, ja, alles gut. Also der Rest ist ja deswegen. Der Rest ist wahrscheinlich schon drin, ne? Aber ich kann... Deswegen machst du nichts. Jetzt. Genau. Ich hole noch einmal Gold. Das brauchen wir nämlich auch gleich nochmal. Das kann ich schon mal in den Ofen stecken. Nein, kann ich nicht. Kann ich doch. Kann ich wohl. Ich brauche nur gerade noch Stein für die Buttons. Ja, klar. Dass man aus einem ganzen Steinblock, ne, einen einzigen Knopf rauskriegt, ist fast ein bisschen merkwürdig. So. Gut, dann kann ich den Calculator hier nochmal anwerfen. Den brauchen wir jetzt nochmal. Dann machen wir uns aus Gold und Redstone nochmal 4 Enriched Gold. Die wir jetzt da unten dann nochmal reinpacken. Wovon wir dann einen brauchen. Ich habe da noch übrigens Steel Ingots in der Tasche, die kann ich mal wegpacken. Fertig. Fertig? Super. Dann übergebe ich dir mal. Achso, du kannst ihn mal rausnehmen. Nee, mach ruhig du dann. Okay, gut, dann nehme ich das Ding mal raus, den Scientific Calculator. Ein Wahnsinnsteil. Und dann brauche ich hier trotzdem noch einen von denen hier, genau. So, der Scientific Calculator. Not enough energy, nur gut, das ist okay. Dann stellen wir uns den einen Power Cube, den mit Strom, wieder hin. Und packen das Teil da rein und laden ihn auf. Okay, er lädt sich auf.
Das sollte fürs erste Mal reichen. Und jetzt packen wir in den Calculator ein Enriched Gold Ingot und ein Enriched Coal und kriegen Purified Coal endlich. So, und die Purified Coal müssen wir jetzt dann noch mit dem Power Cube im Scientific Calculator. Ich komme langsam gerade wegen dämlich vor, aber ist egal. Da rein. Und jetzt brauche ich von dir, Jojo, noch ein bisschen Material, das du schon in der Tasche hast. Ich? Ja, du. Die Enori Crystals, die Sternchen. Ich muss kurz. Ich komme hier schon wieder. Pipi oder A? Ah, okay. Ich frage ja nur. Eigentlich wollte ich erkunden gehen, aber. Okay, die packst du unten als U rein. Alle fünf. Alle zehn. Wo ist der. Advanced Coil Energy Modul. Enori Crystals. Okay, da haben wir die Single Battery und die Single Battery können wir jetzt mit einem Advanced Coil zu einer Double Battery machen. Es wird. Juhu. Und jetzt können wir das da reinpacken und wir kriegen einen Empowerer. Das hat ja auch nur 3 Folgen gedauert. Hurra! Glück. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Die Trophy, endlich. So. Ole. Ole, ole, ole. So, packen wir mal da hin. So. Und wenn ich dir das Teil jetzt in die Hand drücke, liegt mal vor mir. Kriegst du gar nichts. Na, okay, müsstest du dann nochmal. Kann aber auch eventuell daran liegen, dass ich den Forge Hammer da dazwischen noch nicht hatte. Ja, gut, dann ist das halt mal so. Wir haben auf jeden Fall den Empowerer. Ach ja, sehr schön. Apropos, so. Wo ist denn dieser Hammer eigentlich? Habt ihr den gerade irgendwie rumliegen? Der müsste entweder. Nein, da draußen hängt er nicht, dann ist er innen in der Kiste. So, dann nehmen wir hier mal. Okay, bringt trotzdem nichts. Okay, dann muss man es tatsächlich. Dann muss es jeder selber bauen. Das ist ein wenig doof, aber egal. So, dann packen wir den Baum hier nochmal an. So, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Vielleicht kriegen wir jetzt noch genügend zusammen, um noch eine weitere Energiequelle zu basteln. Vor dir liegen die Kristalle, falls du sie ja nicht siehst. Ich wollte den Baum einfach mal komplett abbauen, weil halt, ne? Weißt schon. Ja, dann lässt sich leichter ein neuer anbauen. Genau, und jetzt ist hier gerade finster wie im Berner Popo, aber egal. Machen wir uns mal Licht. Wie was? Wie im Berner Popo. Bären. Ich hab. Ja, erstens, woher weißt du das? Zweitens, ich hab die Stadt, den Stadtname verstanden und mich gefragt, was ist los? Nein, nein, nein. Du weißt doch, werbekundenfreundlich und so, ne? Kennst du das doch? Ja, ja. Ja. Komisch. Ich glaube, ihr macht keine Werbung, wir machen keine Werbung, aber egal. Richtig. Macht doch nicht unbedingt viel Sinn. Hat das überhaupt jemals Sinn gemacht? Na, egal. Es sind leider nur 3 Crystals. Okay, das reicht immer noch nicht. Wir brauchen noch ein paar davon, aber wir haben mit Sicherheit noch ein paar, die wir dann anpflanzen können. Wie viel fehlen jetzt noch? 4 Deck, glaube ich. 4 Stück fehlen uns noch. Ah ja, du meinst den Sapling setzen. Ja, da müssten theoretisch ja noch welche runterfallen, aber ja. Übrigens, die Bären sind super zum Futtern. Die geben auch noch mal gleich Nightwischen. Ich bin aber gerade satt, danke. Okay, dann halt nicht. Abgesehen davon, dass ich in Real Life Hunger habe. Das ist aber eine schlechte Uhrzeit, um Hunger zu kriegen, oder? Naja, es ist. Wie viel Uhr ist es jetzt? 11. Ja, also mir ist es 8 Stunden her, dass ich das letzte Mal was gegessen habe. Dann solltest du vielleicht was dagegen tun, hm? Geht nicht. Geht nicht? Habt ihr nicht zumindest. Habt ihr keine Lieferdienste oder was? Ich hab tatsächlich mir noch nie was liefern lassen. Echt daheim. Nicht? Okay. In der Arbeit machen wir es öfter, aber daheim tatsächlich noch nie. Okay. Das ist schon. Ja, es ist einfach. Es ist bequem, aber das ist immer die Schwierigkeit, den Lieferdienst, den mal alle auszuprobieren, ist manchmal ein bisschen nervig, hätte ich gesagt, ne?
Gut, hinzu kommt, ich habe mal geguckt, ich glaube, ich habe Auswahl zwischen zwei verschiedenen. Echt? Zwei Stück? Das ist super. Du bist doch einfach, weißt du, was du machen musst. Ja, und ich glaube, mir würden beide nicht taugen. Okay. Aber nee, es gäbe schon unten was, aber ich möchte dich jetzt oder euch jetzt hier nicht, natürlich nicht allein lassen. Ach so, das verstehe ich, das ist super. Ja, ich würde aber sagen, nachdem wir die letzte Folge war so lang und die können wir ja theoretisch ein bisschen kürzer machen jetzt, ne? Hätte ich mal so gesagt, oder? Ja, was meint ihr? Ja, können wir machen. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wir haben das nächste Zeitalter erreicht. Juhu! Hat wie drei Folgen gedauert, so ungefähr, oder 4 oder 5 oder 2000. Wenn es euch gefallen hat, schreibt Kommentare, votet das Video hoch, followt uns, was auch immer, spielt auch gar keine Rolle. Ich hoffe es, Überall. genau, überall. Jo, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüssi. Servus.